Wie heißt denn du hier überhaupt? Ich bin der Jeist von der Dose. Der Dosenjeist. Du bist der Jeist von der Dose. Und, das ist richtig. Also der hat natürlich, er ist jetzt gleich ganz beleidigt, wenn ich das sage, aber der hat natürlich ein Herrchen oder wie auch immer man das nennt, ein Chef. Nee, das ist kein. Nee, ich bin der Jeist von der Dose. Ich erfülle drei Wünsche und dann bin ich frei, dann bin ich arbeitslos. Dann bist du arbeitslos. Ja, gut. Wir reden trotzdem mal mit dem Herrn, der dahinter steht, der ja irgendwie was damit zu tun hat. Benjamin Tompkins, auch genannt der Puppenflüsterer. Wer hat denn hier wen im Griff? Ich natürlich. Ne? Das ist ja ganz klar. Natürlich, ja. Ich bin hier nur Werkzeug. Verstehst du? Ich bin nur Werkzeug. Ich muss auch gar nichts tun. Ich muss nur ein bisschen witzig sein. Guck mal, sie guckt immer dich an. Ja. Du musst nicht ankicken, nicht ihn, nicht ankicken. Wenn die reden, musst genau. Du nie ankicken. Ich frage mich jetzt vor allem, ja. Halt du mal jetzt den Rand. Ich frage mich vor allem, wo soll ich denn jetzt das Mikrofon hinhalten? Weil du bist ja Bauchredner. Aber da wird ja nichts kommen. Ja. Also, nee. Diese Kunst an sich, du musst es ja auch oft erklären. Kleiner habe ich noch nie erklären müssen. Nein, noch nie. Es ist das erste Mal, dass du jetzt fragst. Frage ich das, also, aber mal Zeit. Ja, was machst du genau? Wie macht man das? Man Bauchreden macht man, das auch, jetzt kommt das Geheimnis. Man darf nur die Lippen nicht bewegen. Das ist es. Das ist alles. Die Lippen darfst du nicht bewegen. Das ist alles. Verstehst du? Ja, mehr ist es nicht. Verstehe ich. Dass ihr euch ähnlich seid, ist das Absicht oder? Ja, sie haben die gleiche Frisur, verstehst du? Ja, er hat noch ein bisschen mehr davon. Er ist auf dem Weg, auf dem besten Weg dahin. Ne? Aber man kennt das ja so von Leuten, die Bücher schreiben, dass ihre Romanfiguren immer ein Eigenleben haben. Das hat der ja auch, merke ich gerade. Wie ist das mit deinen Puppen? Sagen die dir manchmal, wo es lang geht? Oder bist du immer der Chef? Die haben ein Eigenleben, das muss ja sein. Ne? Also ansonsten wäre es ja auch langweilig. Das ist ein Dialog auf der Bühne und du musst ja mit den Puppen es muss ein Disput da sein. Man muss sich ja mit denen streiten können. Das ist richtig, dann muss ich streiten können, verstehst du? Und ansonsten wäre es ja auch nicht unterhaltsam. Mhm. Aber letzten Endes ist es Werkzeug. Genau, ich bin nicht echt. Verstehst du? Ich bin nicht wirklich echt. Ich sitze hier nur, ich wohne in dieser Dose, aber ich bin nicht echt. Nee, es ist er wirklich nicht. Ja. Süß ist er, ne? Ja, ich bin süß. Jetzt sehen wir gleich einen Ausschnitt von dir. Gibt es irgendeinen Lieblingssketch, den du hast? Mir gefällt am liebsten mein alter Sack im Grunde genommen. Der gefällt mir am liebsten, weil der kommt mir am nächsten. Das ist richtig, der kommt Ihnen am nächsten. Ja, der gefällt mir am liebsten. Ich weiß nicht, welchen Ausschnitt ihr gleich zeigt oder ihr gleich seht, aber wenn es der alte Sack ist, der ist super. Dankeschön. Benjamin Tompkins, vielen Danke. Die Prinzessin küsst dich deswegen, weil du bist ja gar kein Frosch, sondern ein verzauberter Prinz. Und wenn die Prinzessin dich küsst, wirst du wieder zum verzauberten Prinzen. Kannst du das beweisen? Das glaube ich nicht. Natürlich kann ich das. Ich könnte dich küssen. Nee! Eins. Zwei. Mancher Prinz entpuppt sich als alter Sack. Jetzt sind sie froh, dass sie dich auf Zunge geküsst haben, ne? Ja, bin ich. Hören Sie auf. Nicht schlecht. Oh Gott, nicht. Ich kotze gleich. Hören Sie auf. Nicht schlecht, wir müssen gehen. Wir sind gerade erst gekommen. Nicht schlecht, wir müssen gehen. Haben Sie was Falsches gegessen? Nee, nichts Falsches, zu viel. Katzensushi. Bitte was? Katzensushi, frisches Katzensushi. Wieso essen Sie Katze? Ja, wählen Sie dich dann aus. Ach Gott. Doch nicht etwa die Katze von unserer Nachbarin, Frau Schneider, die als vermisst gilt? Natürlich die. Wieso essen Sie die Katze von Frau Schneider? Wollten Sie sie essen? Nein. Ach, man isst nicht die Katze der Nachbarin. Gerade die, da weiß ich doch, wo die herkommt. Das ist eine Dio-Katze. No, hören Sie auf. Oh, ist eklig. Ich kotze da. Da ist die Katze wenigstens aus dem Sack. Haben Sie ja nicht Angst vor dem Tod? Ich weiß nicht, Sie? Ich weiß auch nicht. Ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und dann will ich verbrannt werden, also eingeäschert. Die wollen eingeäschert werden? Ja, also nicht verbrannt. Also nicht so, wie Onkel Hans Tante Gerda verbrannt hat. Onkel Hans hat
Tante Gerda nicht verbrannt. Onkel Hans hat Tante Gerda, ich hab's ganz genau gesehen, Onkel Hans hat Tante Gerda verbrannt. Hat er nicht. Onkel Hans hat, das habe ich ja gesehen, hat sie angezündet. Nein, Onkel Hans, das ist doch ein Märchen. Märchen, ja, ein Märchen. So wie ihr ikonisches Froschkönig nicht? Oh, ja, Kacke.